Ja, ein Beispiel mal zum Untersuchen, ob ein Vektorraum vorliegt. Die Vorgabe, alle x1, x2, x3 aus R3 mit x3 soll immer die Koordinate 10 haben oder den Wert 10. Und das könnt ihr mal grundsätzlich als Menge, noch nicht die Basis jetzt, falls es überhaupt ein Vektorraum ist und wir eine Basis festlegen könnten. Ich schnappe mir einfach mal raus 1, 2, 10, 2, 3, 10. Das reicht schon aus. Pünktchen, Pünktchen mache ich mal. Und untersuche mal auf die Addition. Ich sage jetzt einfach mal, das ist der A-Vektor und das ist der B-Vektor. Und wenn ich jetzt addiere, dann sollte ja wieder laut der Definition ein Vektor rauskommen, der dem hier entspricht. Und wenn ihr das jetzt ausrechnet, hätten wir 3, 5 und 20. Und ihr seht, hier bin ich schon rausgeflogen. Das könntet ihr jetzt auch mit der Multiplikation mit einem Skalar machen. Wenn ihr einen von diesen Vektoren multipliziert, dann fliegt ihr ja hier wieder raus mal 3. Dann bin ich bei 30 und bin nicht mehr bei der x3-Koordinate 10. Das hier stellt also keinen Vektorraum dar. Weil das ja noch ein relativ gewohntes Beispiel ist aus der Schulzeit, könnte man sich das auch deutlich machen. Wenn man x1, x2, x3 das Ganze so verdeutlicht in einem Koordinatensystem mit entsprechend drei Achsen, da kann auch x, y, z stehen, lasst euch da nicht verwirren. Und ihr wisst, jede x3-Koordinate muss immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hier bei 10 sein. Das heißt, alles, was ihr abtragt, zum Beispiel 2, 4, 10, minus 1, 2, 10, landet immer auf der Höhe 10. Das heißt, ihr seid hier praktisch auf so einer mit einem Fahrstuhl nach oben gefahrenen x1, x2 Ebene nach oben. Und man sieht hier eigentlich relativ gut, wenn ich dann einen Vektor da einzeichne, den da und den da, wenn ich den jetzt multiplizieren würde, diesen Vektor hier, dann bin ich aus dieser Vorgabe hier rausgeflogen. Also nur mal als Möglichkeit. Man kann auch rein technisch rangehen. Also wie gesagt, kein Vektorraum mit dieser Vorgabe.